Hi, this is Jasper, and this is Nosferatu. Make sure you go and see the Paparazzi exhibition happening at the Helmut Newton Gallery in Zoo. It's a really cool thing to check out. And I've been sort of thinking about a lot about photography recently. I've got some books to recommend you. I read a lot of books about photojournalists, and one of my favorite ever is Unreasonable Behavior by Don McCullen. It's really fantastic and worth reading. My favorite one of all time is called One Crowded Hour by Tim Bowden, which is about a Vietnam photographer called Neil Davis. And another one to check out is Page After Page by Tim Page. He's an English photographer, had an absolutely crazy life and is still alive, and went all the way around the world shooting famines, wars, rock stars and everything in between. So make sure you check him out. Music-wise, check out Skint and Demoralized. I think it's one guy, he's an English guy, very young, 17, who started out being into sort of beat poetry and things like that. Anyway, he's got a song called The Thrill of 30 Seconds. Okay, Watch Berlin, show number 34. Enjoy it. Hey, ich bin Maike Krüger und ich moderiere bei DWTV das Magazin Euromax. Das ist eine richtig schöne Sendung über Kultur und Lifestyle, und zwar aus ganz Europa berichten wir. Hallo, ich bin Caro, ich bin Fotografin, ich bin selbstständig, mache Fotos von Bands und Musikern. Ich mag halt diese klassischen Fotografen total gerne, also die, die jeder kennt, David LaChapelle oder Mario Testino. Ja, also eigentlich alle großen Fotografen. Es sind auch gerade ganz viele Ausstellungen in Berlin, wie zum Beispiel die Evidin-Ausstellung. Das ist ganz toll. Evidin im Gropiusbau, und auch immer gut ist halt die CO-Galerie. Aber ich mag halt so die ganz typischen Sachen, also die Killers und Coldplay. Ich liebe gerade Robin, weil ich die ganz toll finde. Ich liebe sie. Ich mag halt auch so die totalen Trash, also sowas wie Britney Spears oder so. Es ist halt lustig, wenn man dazu tanzen kann. Ich mag halt überhaupt keine Elektro. Aber Snow Patrol und das neue Album, klar, höre ich natürlich auch. Das ist ja quasi Standard. Naja, ich höre immer noch viel Radio. Was ich halt auch mache, wenn ich im Büro sitze und gerade nicht so richtig viel zu tun habe, dann klicke ich die MySpace-Seiten an und höre mich da rauf und runter. Und ich höre gerade sehr gerne Fuji Miyagi. Muss man buchstabieren, glaube ich, und wird auch bestimmt jetzt gleich eingeblendet. Und wenn ich so richtig, richtig gute Laune, dann höre ich auch Jamie Liddell. Kleine Läden in Friedrichshain, wo man halt irgendwie Klamotten kaufen kann. Bisping. Es ist halt so dänische Kleidung. Ich wohne ja in Friedrichshain und ich bleibe meinem Kiez meistens treu und kaufe hier in den Boutiquen ein, rundherum. An der Wühlestraße gibt es zum Beispiel den Laden Prachtmädchen und da habe ich echt schon richtig viel Geld gelassen. UVR ist auch noch eine ganz gute Adresse und ein Tipp ist vielleicht, ich glaube, die Frauen am Prenzlauer Berg und besonders der Kiez rund um die Kollwitzstraße, die haben auch, glaube ich, richtig viel Geld und da wird man in den Second-Hand-Läden wirklich fündig. Ich habe es bei Blut und Eisen gemacht und die sind ganz toll, wirklich. Also ich bin sehr zufrieden. Das ist bei Munch, ja? Mucha. Mucha ist Mucha.